Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Tag bei uns auf unserem Kanal. Genau, und zwar geht es um den Mid-Year Freakout Tag, weil es ist unglaublich, aber das erste halbe Jahr ist ja schon rum. Schon lange. Genau, da soll es um die Halbjahres-Favoriten, Nicht-Favoriten etc. gehen. Da haben wir gedacht, bevor wir so eine Halbjahresübersicht irgendwie machen, machen wir den Tag, der hat uns ganz gut gefallen. Genau, und dabei wünschen wir euch viel Spaß. Erste Frage ist, was ist das beste Buch, was du bisher im Jahre 2017 gelesen hast? Das war bei mir von Colleen Hoover, nächstes Jahr am selben Tag. Das hat von mir eine 1+ bekommen und das ist auch das einzige Buch, was bis jetzt eine 1+ bekommen hat in diesem ersten Halbjahr. Das war mein zweites Colleen Hoover Buch. Und das hat mir noch besser gefallen als Maybe Someday. Da geht es um Ben und Fallon, die ja beide gerade volljährig geworden sind und sich zufällig in einem Diner in Los Angeles kennenlernen. Und ausgerechnet an dem Tag, an dem Fallon beschlossen hat, aus L.A. wegzugehen und nach New York zu ziehen. Und die beiden fühlen sich aber einander so zugeneigt, dass sie beschließen, sich jedes Jahr 5 Jahre lang am selben Tag zu treffen, um dann zusammen zu sein. Und in diesen 5 Jahren geschieht natürlich einiges und es war so ein herzergreifendes Buch. Und ich hatte da so Bauchkneifen bei und es war so schön und nee, das fand ich einfach nur toll. Deswegen ist das mein schönstes, liebstes, was weiß ich, Buch, weil ich dieses Jahr bis jetzt gelesen habe. Mein schönstes, liebstes Buch. Ich hätte auch Politura nehmen können, weil das hat auch mal eine 1+ gekriegt. Aber das hat halt auch eine 1+ gekriegt. Und zwar von Zana Freyon, Wenn nachts der Ozean erzählt. Das war wirklich für mich auch wirklich so ein Highlight. Also da habe ich wirklich auch bei geweint. Und es hat mich tief bewegt und hat lange nachgehallt. Und ich hatte immer das Bedürfnis zu sagen, Schulen! Ihr müsst es als Schullektüre machen. Es läuft halt unser Jugendbuch und es ist wirklich sehr, sehr toll. Hier geht es um Subi. Subi ist ein Flüchtlingskind, was aber in einem Flüchtlingslager geboren wird in Australien. Mit ihrer Mama lebt sie da und mit ihrem Bruder. Und sie lernt Jimmy kennen. Jimmy ist ein Mädchen von der anderen Seite. Und oh, Subi ist ein Junge, fällt mir gerade auf. Entschuldigung. Subi der Junge und Jimmy das Mädchen. Und sie lernen sich halt dadurch kennen und man lernt halt das Leben im Flüchtlingslager kennen auf eine sehr gewaltige, brutale Art und ein ganz tolles Buch, was wirklich sehr lange nachhalt und war eins meiner Highlights. Die zweite Frage lautet, die beste Fortsetzung, welche du bisher im Jahr 2017 gelesen hast? Das war bei mir eindeutig von der China-Trilogie, ich glaube, ihr könnt es nicht mehr hören, von Jan-Philipp Sehnkart, Drachenspiele. Das ist der zweite Band der Trilogie. Da geht es weiterhin um Paul oder um Paul, der ja jetzt in der Nähe von Hongkong lebt, auf so einem kleinen Häuschen oder auf dem Berg oben drauf. Und er hat ja im ersten Band schon Christine kennengelernt und da intensiviert sich ein bisschen die Beziehung. Aber ein dunkler Stern schwebt über ihnen, weil eine Wahrsagerin schlechte Sachen vorhersagt und Christine da sehr dran glaubt, Paul jetzt nicht so. Parallel spielt sich noch eine spannende Nebengeschichte ab und zwar geht es um einen verseuchten See, wo diese Bevölkerung dahin auch Fische angelt und wo mehrere Leute sterben und das klärt Paul halt auch auf und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das hat der zweite Band und fand ich am besten. Die beste Fortsetzung, die ich gelesen habe, ist von Mona Carsten. Ich muss jetzt gucken, dass es nicht spiegelt. Sieht gut aus. Geht es so? Ist Trust Again von Mona Carsten, wie gesagt, aus der Again-Reihe. Da geht es ja um Dawn, die Spencer kennenlernt. Und merkt, dass Spencer ihr gefährlich werden könnte, obwohl sie eigentlich gar nichts mehr mit Jungen zu tun haben will. Und das war für mich bis jetzt, bis Juni 2017, der beste Folgeband, den ich bisher gelesen habe. Der hat von mir auch eine super gute 1
Note bekommen, weil er mir so gut gefallen hat. Mona Carsten schreibt einfach toll und das war eine super gute, würdige Fortsetzung, die für mich sogar den ersten Band getoppt hat. Jetzt klingelt es. Und dann kommen wir schon zu Punkt Nummer 3. Und zwar eine Neuerscheinung, die du noch nicht gelesen hast, aber bald lesen möchtest. Da habe ich mir Das Reich der Sieben Höfe von Sarah J. Maas ausgesucht. Dornen und Rosen. Ganz Booktube, ganz Bookstagram. Instagram. Alle schwärmen nur davon. Und ich möchte jetzt auch wissen, ob mich das packen kann. Das ist ja so auch ein bisschen mit Schön und das Biest. Mit sowas kann man mich eigentlich so packen. Ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Will ich jetzt endlich mal lesen und kommt jetzt hoffentlich bald dran. Meine neue Erscheinung, die ich noch nicht gelesen habe, ist von Andreas Pflüger endgültig. Das habe ich euch schon mal in die Kamera gehalten bei einem alten Video. Das ist ja ein Geschenk von einer Mama auf Station. Und das hört sich auch richtig, richtig gut an. Also es soll sehr rasant zugehen, es soll super spannend sein. Und sie hat es schneller gelesen als Sebastian Fitzek. Und sie liest die auch immer sehr schnell. Und zwar geht es hier um Jenny Aaron. Sie ist Mitglied einer operierenden Eliteeinheit der Polizei. Zumindest war sie das früher, hochintelligent, tödlich effektiv. Dann passiert eine Katastrophe bei einem Einsatz und sie erblindet. Und sie denkt, das ist die größte Katastrophe, die ihr bevorsteht. Aber da steht jetzt der letzte Satz: Der schlimmste Tag ihres Lebens ist heute. Wow. Also das will ich auf jeden Fall bald lesen. Steht auf jeden Fall schon auf meiner Liste, dass es bald gelesen werden muss. Kommen wir zur vierten Frage. Das am meisten erwartete Buch im zweiten Halbjahr. Ja, das ist für mich ganz eindeutig der neue Roman von Danny Atkins. Ich kann es nicht erwarten. Es ist der 2. Oktober und ich kann es nicht erwarten, bis er endlich rauskommt. Das ist ja eine Autorin, wo ich, muss ich auch sagen, muss meine Autobuy-Autorin, weil da hole ich mir alles und ich weiß gar nicht, um was in dem Buch geht. Keine Ahnung, ich hole es mir trotzdem. Ich weiß es, sobald es der Buchladen hat, kriege ich das. Und das Cover sieht auch schon wieder so toll aus. Ich hoffe, ihr seht das ganz gut mit dem. Ja, aber es tut uns leid, weil ganz ehrlich gesagt, bei meinem Schnittprogramm, bei iMovie, kann ich keine Bilder einfügen. Wenn das einer kann und schreibt mir das mal erzählen will, wie das geht, dann könnt ihr mir das gerne unten reinschreiben, wie man Cover da einblenden kann. Ich kann das nicht. Ich habe alles gegeben und versucht und deswegen ist das jetzt hier unsere Alternative, damit die arme Anja nicht jedes unserer Videos schneiden muss. Aber auf jeden Fall, das Buch möchte ich haben. Mein Buch, worauf ich warte, sind zwei Bücher, die ich mir jetzt ausgesucht habe, weil ich mich nicht entscheiden konnte und weil ich beide gerne in die Kamera halten wollte. Also das erste ist von Cora Carmack. Probieren es mal so. Wenn ihr es nicht sehen könnt, dann blende ich euch unten nochmal per Schrift ein, welches Buch es ist. Von Cora Carmack, Forever in Love. Das ist der 4. Teil, Dir so nah. Das ist der 4. Band, wie gesagt. Und da warte ich sehr drauf, weil das ist irgendwie mal angekündigt gewesen für entweder letztes Jahr schon oder für Anfang des Jahres. Und dann ist es immer weiter verschoben worden. Und ich freue mich sehr drauf, weil ich habe diese ersten Bände sehr gemocht. Und ich mag Cora Carmack sehr gerne und deswegen freue ich mich da sehr drauf. Ich habe mir dann noch rausgesucht von Colleen Hoover das neue Buch. Das kommt im November raus. Und zwar... Ich sag's dir, nur noch ein einziges Mal. Genau, nur noch ein einziges Mal. Da weiß ich überhaupt nicht, worum es geht. Es wird auf jeden Fall gekauft, es wird auf jeden Fall dann auch gelesen. Keine Ahnung, das ist jetzt für mich so, nein, die kaufe ich und die lese ich und da weiß ich, wird es mir gefallen. Genau, und da freue ich mich drauf auch erst im November. Oh, das dauert ja noch ewig. Das dauert noch ewig. Ja. Gut, Punkt Nummer 5. Deine bisher größte Enttäuschung im Jahre 2017. Das Buch musste leider schon ausziehen. Ich habe irgendwie nicht bedacht, dass man das ja noch bei den Halbjahressachen haben würde. Deswegen ist leider, ich hatte das schon über einen Monat hier stehen wegen dem Videodreh und habe gedacht, nee, jetzt fliegst du raus. Deswegen kann ich es euch auch nur noch zeigen als E-Book. Moment, ich muss mal eben umgreifen. So. Ja, Ewig Dein, Wenn Liebe erwacht von Ryan Thomas war meine größte Halbjahresenttäuschung. Das war so schlecht. Ich fand es ja noch schlimmer als Paper Princess.
Es hat mich total gelangweilt, es hat mich genervt. Die Protagonistin hatte für mich überhaupt keinen Hintern in der Hose. Es war mir viel zu seicht. Ich hatte überhaupt keine Lust mehr, nachher zu wissen, wie es überhaupt weitergeht. Nee, also das hat leider mich überhaupt nicht erreicht. Das ist ja so eine Märchenadaption von Dornröschen. Quasi, wenn die geküsst wird, wie es dann weitergeht mit Dornröschen, dass es auch nicht der Prinz ist, den sie erwartet hat, nämlich dass da keine große Liebe entsteht, fand ich total gut als Ansatz. Hätte ich total super gefunden, wenn das auch mal richtig irgendwie ausgearbeitet gewesen wäre. Aber für mich war es echt nichts. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich der Zielgruppe nicht mehr entsprochen, aber für mich war es die Enttäuschung des Halbjahres. Bei mir ist es so, dass die Enttäuschung jetzt erst so im Juli so richtig durchkam. Ich hatte vorher welche, die vielleicht so mittelmäßig waren, aber so, was ich sagen kann, es ist jetzt voll die Enttäuschung. Das muss ich sagen, ist jetzt Juli gewesen. Ich tue es jetzt trotzdem rollen. Also meine wirkliche Enttäuschung war von John Green, eine wie Alaska. Also ich habe da echt hohe Erwartungen drin, gerade wenn man das Schicksal an dieser Verräter gelesen hat von ihm. Und Margos Spuren war ja auch nicht mehr, war auch schon nicht so doll, aber das war echt noch schlechter. Ich kam halt auch mit der Protagonistin Alaska überhaupt nicht parat. Ich kann mich da, glaube ich, einfach nicht mal hineinversetzen in so ein Gefühlschaos. Sie war so unnahbar, dann war sie distanzlos, dann war sie so geheimnisvoll, dann war sie so unberechenbar und mir tat der arme Typ, der sich in sie verliebt, der Miles, einfach nur total leid. Und ne, ich glaube, es hat nichts und es zieht jetzt auch direkt aus, weil war schon sehr enttäuschend. Kommen wir zur sechsten Frage. Und zwar die größte Überraschung im Jahr 2017 bisher. Habe ich ein bisschen überlegt und habe dann gedacht, nee, komm, das passt schon ganz gut. Es sind ja so viele Colleen Hoover-Fans da draußen und ich habe lange gedacht, ich glaube, ich lese es nicht. Ich glaube, das ist nichts für mich. Obwohl Maike dann sagte, komm, Anja, lies mal was. Und dann habe ich was gelesen und ich war hin und weg und ich halte jetzt mal das, was mir bis jetzt am besten von ihr gefallen hat, hoch, Maybe Someday. Und das ist für mich schon eine Überraschung. Weil ich lese jetzt nicht so viel in diesem Genre, aber das hat mich wirklich total weggehauen und ich fand es super und deshalb passt das schon mit der Überraschung. Also Colleen Hoover, du hast mich gekriegt. Bei mir ist die größte Überraschung tatsächlich gewesen von Lila Page, Tainted Hearts, die beiden Teile. Wer meinen letzten Lesemonat verfolgt hat von uns beiden, der weiß, dass ich erst sehr kritisch war, was die Story betrifft, weil es geht da ja um eine Frau, die als erotische Fantasien eine Vergewaltigung sich vorstellt. Und in diesem Buch geht es dann auch tatsächlich darum, dass sie jemanden findet, mit dem sie diese Fantasien auslebt. Und mich hat überrascht, weil ich eigentlich da wirklich sehr abgeschreckt von war, wo ich mir so diese Beschreibung durchgelesen habe, dass das doch was für mich ist. Nämlich nicht in dem Sinne, dass ich das jetzt auch toll finde, sondern in dem Sinne, dass mich das so überzeugt hat, weil es so tiefgehend war. Der erste und der zweite Teil, die gehören für mich auch total zusammen. Also ich finde, man muss die auch beide gelesen haben, weil es da sich auch erklärt, warum die beiden Protagonisten diese Fantasien haben, wie die auch mit dieser Last kämpfen, weil sie diese Fantasien haben. Und wie sie dann auch schaffen, damit umzugehen und leben zu lernen. Und das hat mich überrascht, weil die fand ich wirklich großartig und sehr berührend. Dann kommen wir schon zu Punkt Nummer 7. Und zwar der liebste neu gewonnene Autor oder die liebste neu gewonnene Autorin im Jahre 2017. Da habe ich mich jetzt für Corinna Bohmann entschieden. Ich habe von ihr dieses Jahr bis jetzt Der Mondscheingarten gelesen. Und auch wenn mich dieses Buch nicht vollkommen überzeugt hat, das war jetzt kein Highlight von mir oder so, glaube ich doch, dass Corinna Bohmann und ich tendenziell gut zusammenpassen. Weil ich habe mir auch sagen lassen, dass sie stärker wird in ihren Büchern. Das ist ja eins ihrer früheren Werke, dass sie wirklich besser wird. Und ihr Schreibstil hat mir unheimlich gut gefallen. Die Geschichte an sich hat mir ja auch ganz gut gefallen. Und ich glaube, dass ich mit ihr noch viele gute Bücher zusammen erleben werde. Und ich freue mich auf all die Sachen, die bei mir noch im Regal stehen. Bei mir ist das eindeutig Susanne Pastor. Ich weiß jetzt auch, dass sie Pastor ausgesprochen wird. Okay. Hat nicht das Pastor. Es hat keiner gesagt, aber ich habe jetzt einfach mal
geYouTubed. Und da war da einer, der hat die interviewt. Und ich denke, heißt Pastor. Wenn er sie mit Pastor anspricht, dann sie wirklich so angesprochen, hätte sie was gesagt. Ja, das genau. Das war ihr erstes Buch, was ich von ihr gelesen habe. Es hat mich wirklich sehr geflasht. Sie hat einen ganz tollen Schreibstil und schöne Thematik hier in dem Buch. Das könnt ihr mal schauen im Lesemonat, wo ich das vorgestellt habe. Aktuell lese ich auch gerade noch ein Buch von ihr und es ist wieder sehr schön. Und ich glaube, die Autorin behalte ich auf jeden Fall im Auge. Frage Nummer 8. Dein neuester fiktiver Crush. Ich wusste gar nicht, was ich da sagen soll, weil ich nicht wusste, was ist ein fiktiver Crush. Wir sind auch zu alt dafür. Ja. Aber ich glaube, ich weiß es jetzt, weil Maike hat es mir gesagt. Also eine... Die das aber auch nur durch Gold... Goldschrift. Goldschrift, Gold raus. Goldschrift erfahren hat, weil die das gesagt hat. Ah, okay. Die auch keinen fiktiven Crush hat. Die auch keinen fiktiven Crush hat. Ja, also halt ein Typ, ne? Ein fiktiver Protagonist, wo man denkt, ja, ich ganz nett. Nett. Habe ich überlegt und habe ich gedacht, komm, der war ganz nett. Und zwar ist das der Jerry oder Jeremy. Ich mag das immer ganz gerne, wenn so Protagonisten erstmal so böse erscheinen und total doof und man denkt so, was hat der für einer? Natürlich sehen die dann immer auch gut aus. Und natürlich haben sie eine Geschichte, warum sie so sind. Und meistens ist die so ans Herz gehen, die Geschichte. Und das ist bei Jeremy auch der Fall oder bei Jerry. Und deshalb, das ist schon ein ganz toller Typ. Bei mir ist es Nick O'Reilly aus Taste of Love, Küsse zum Nachtisch, dem zweiten Band der Taste of Love-Reihe. Ja, der ist ein echter Küchenrebell und so ein bisschen... ja, so ein bisschen rebellisch halt und er hat mir gut gefallen, weil er so für seine Sache auch einsteht. Man merkt einfach, dass er mit Leidenschaft kocht und dass er mit Leidenschaft Koch ist und das spürt man auch durch diese Geschichte. Er begegnet ja Claire, die so ein bisschen Verriss über sein Essen schreibt und das kann er natürlich überhaupt nicht auf sich sitzen lassen. Ja, und er versucht sie von seiner Kochkunst zu überzeugen, weil er findet sie nämlich auch natürlich ganz gut. Und das ist ganz süß, wie er das macht. Und deswegen ist das mein fiktiver Crush, obwohl ich da jetzt auch wie Anja, Ja, aber der war halbjahresmäßig einer, der mir sehr gut gefallen hat. Ist das der Co-Küchenchef? Das ist der Co-Küchenchef aus dem ersten Band. Der dann so den Laden übernimmt. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Punkt Nummer 9. Dein liebster neuer Buchcharakter. Ja, da muss ich jetzt nochmal von Colleen Hoover nächstes Jahr am selben Tag reinhalten, weil ehrlich gesagt so richtig, so einen richtig liebsten Buchcharakter, ich weiß nicht, hatte ich dieses Halbjahr irgendwie nicht, wo ich jetzt sage, boah, der wird mich nie wieder verlassen. Am nächsten kommt dem halt Ben und auch Fallon, also beide eigentlich. Aber ich fand das einfach so schön, wie sie an der Sache festgehalten haben und wie sie da auch hinterher waren, trotz aller Widrigkeiten. Und deswegen habe ich die jetzt ausgewählt. Tut mir leid, dass ich euch jetzt nichts anderes zeigen kann. Genau, mein liebster Buchcharakter. Ich habe ja in diesem Halbjahr mein erstes Buch von Petra Hülsmann gelesen. Und da kommt ja ein Charakter vor, der nicht glänzt durch Attraktivität. Nicht durch seine sexy Ausstrahlung oder durch seine, weiß ich nicht was alles, sondern einfach nur, weil er Knut ist. Knut, der Taxifahrer. Ich habe viel über Knut gelacht und es ist so ein richtiges Urgestein. Ich kann mir den super vorstellen, wie der im Taxi sitzt und durch Hamburg fährt. Und deswegen mein liebster Buchcharakter. Und ich bin so froh, dass er in den anderen Bänden auch noch vorkommt, die ich ja auch noch alle lesen möchte. Und deshalb, das ist der Knut. Die nächste Frage lautet, ein Buch, welches dich im Jahr 2017 zum Weinen gebracht hat. Ja, und da habe ich sehr, 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 sehr bei geweint. Und zwar Der Klang deines Lächelns von Danny Atkins. Das ist das erste Buch, was ich in diesem Jahr, diesem Halbjahr gelesen habe. Und ich habe so geweint. Ich weine immer bei ihren Büchern. Immer. Also man braucht da Taschentücher auf jeden Fall. Und zwar geht es hier um Ellie und Charlotte. Ellie ist glücklich mit ihrem Mann verheiratet. Der Mann heißt Joe. Joe ist ein traumhafter Ehemann. Er ist ein selbstloser Typ und deshalb rettet er auch einen Jungen, der ins Eis eingebrochen ist. Und auf der anderen Seite ist Charlotte, die
mit David oder David zusammen ist und einen Heiratsantrag erwartet und leider Gottes in ein Krankenhaus gerufen wird, weil er einen Herzinfarkt hat. Wie diese Geschichten dann zusammenspielen und wer mit wem und was und wo, müsst ihr selber lesen. Weil bei Danny Atkins darf man nie zu viel über die Bücher erzählen, weil die einfach durch ihre Wendungen und ihr Unerwartetes einfach sehr besticht. Und deshalb, die Maike hat es noch nicht gelesen und deshalb sage ich jetzt gar nichts mehr, außer dass ich da sehr bei geweint habe. Ja, bei mir war das das Buch, was mich zum Weinen gebracht hat, von Brittany C. Cherry, Wie die Luft zum Atmen. Ich habe das in meinem Kurz-Wellness-Urlaub mit meiner Freundin Ina gelesen. Wellness für die Augen! Lag auf der Liege und habe vor mich hin versucht, wir waren in einem Ruheraum und ich habe versucht, nicht laut zu schluchzen, weil ich es echt, also ich hatte wirklich auch... Es war so traurig. Hier geht es ja um Liz und um Tristan. Tristan ist der Nachbar von Liz und Liz hat Schreckliches erlebt und Tristan auch. Und Liz ist eigentlich so eine offene Frau, die möchte auf andere zugehen und versucht das auch bei Tristan. Und der ist mehr als ein Arschloch. Also der verhält sich so ätzend. Aber sie versucht natürlich, seine Schale irgendwie zu knacken und das war so berührend und da passieren so berührende Sachen bei und da musste ich schon so ein bisschen Tränchen bei verdrücken und ja, das war das Buch, wo ich dieses erste Halbjahr geweint habe. Und Punkt Nummer 11. Ein Buch, welches dich im Jahre 2017 glücklich gemacht hat. Glücklich gemacht hat mich auf jeden Fall Fire in You von Jaylin. Es ist zwar der letzte Band der Reihe und deswegen war ich auch einerseits total traurig, aber andererseits hat es mich glücklich gemacht, mal wieder was Tolles von ihr zu lesen. Da geht es ja um Jillian und Brock, die schon auch in den vorigen Bänden mit aufgetaucht sind oder in ja, einem Band zumindest oder zwei. Und um ihre Geschichte und die war wieder so schön und ich habe es so gemocht und ja, es war einfach mal wieder schön, richtig gut. Man wusste, es wird ein gutes Buch, man wusste, es wird super und das, finde ich, ist auch immer schon viel wert, wenn man am Anfang schon weiß, nee, das wird einfach gut, das weiß man. Und ist ein Garant. Das war halt ein Buch, was mich glücklich gemacht hat. Bei mir ist es ja immer so ein bisschen schwierig, ich lese ja nicht so viele Bücher, die glücklich machen. Brauche traurige Bücher in meinem Leben. Nein, das brauche ich nicht. Aber ich lese die mehr. Ernste. Das ist eher die Ernste. Ja. Aber deshalb halte ich jetzt ein Buch hoch, was ich gerade schon hochgehalten habe. Da ging es ja nur um Knut. Hier geht es ja um Lena. Und zwar wieder Hummeln im Herzen. Also das ist ein Buch, da habe ich bei geschmunzelt, da habe ich bei gelacht, da habe ich aber auch bei geweint, sonst nicht. Aber es ist so ein Buch fürs Herz und einfach fürs Glücklichsein. Und hier geht es halt um Lena, die sich oder die von ihrem Freund verlassen wird, in eine WG zieht und dort lebt Ben. Hieß er Ben? Ja, er hieß Ben. Ja. Und Ben ist natürlich total nervig und sie kennt ihn schon von Kindheitsbeinen an, als der beste Freund von ihrem Bruder ist. Und, aber es entwickelt sich eine Beziehungsstrenge auch mit den anderen Mitbewohnern und mit Knut. Und dann kommt noch ein, so ein Buchladentyp. Kommt auch noch drin vor und ist einfach eine ganz tolle Geschichte. Also was fürs Herz, also hat es mich glücklich gemacht. Kommen wir zu dem schönsten Buch, welches du in diesem Jahr bisher gekauft hast. Das schönste Buch ist bei mir ein Thriller. Aber ich finde einfach die Aufmachung total schön. Und zwar ist das von Mark Roderick Postmortem, Tränen aus Blut. Und zwar, das sieht man jetzt natürlich nicht, aber das sind halt Tropfen. Und die sind so haptisch. Ja, die kann man total greifen. Und das ist echt total nett, wenn das im Regal auch steht. Das sieht einfach super aus. Der zweite Band, der ist schwarz und schwarze Asche heißt es, glaube ich, auch. Oder Zeit der Asche. Auf jeden Fall Zeit der Asche, genau. Und das ist auch so, ach ja, da steht es ja drauf. Und das ist auch so rau. Das finde ich auch so super. Den dritten gefällt mir jetzt nicht so gut. Der passt auch überhaupt nicht, weil die Schrift ist einmal gelb. Da habe ich mich total aufgeregt. Aber... egal. Auf jeden Fall finde ich das schon ziemlich gut. Das ist halt, geht es hier um den Profikiller Ephraim Küpper, der auf eine Frau trifft, die Emilia Ness, die bei Interpol arbeitet und die zusammen unfreiwillig einen Fall lösen müssen. Mich hat das sehr begeistert, das Buch. Den zweiten Teil fand ich so, ja, nicht so gut wie den ersten. Den dritten fand ich furchtbar. Aber das erste fand ich sehr, sehr gut, sehr spannend. Fand ich super. Und wie gesagt,
So haptisch. Ich habe mir jetzt ausgesucht, ich war jetzt im Zwiespalt, ich habe mir jetzt Ewig Dein von Janet Clark ausgesucht. Deathline, das ist der erste Band. Ich finde das Cover ganz schön. Also das Silberne und das Blaue mag ich mit den Blumen und so, das mag ich sehr. Das ist ja ein Jugendbuch und geht um ein Mädchen, was auf einer Pferderanche arbeitet. Und ich war da ja erst nicht so, dass ich es haben wollte. Und dann hat die liebe Anka von Ankas Geblubber da so gut drüber geredet, dass ich das dann doch haben wollte. Und nämlich dieses Mädchen lernt dann da einen mysteriösen Jungen kennen und ich mag den Schreibstil von Janet Clark wirklich sehr und deswegen habe ich es mir dann doch gekauft und ich finde, es ist wirklich ein wunderschönes Cover. Das stimmt. Punkt Nummer 13. Welches Buch musst du unbedingt noch bis zum Ende des Jahres beenden? Ganz dringend. Was soll ich damit zu sagen? Ich habe angefangen mit Ein wenig Leben im März. Und dann habe ich es aber gelassen, weil ich da noch mitten in der Leseflaute war und ich Angst hatte, dass wenn ich das jetzt, also es war gut, ich weiß gar nicht, wie viel habe ich denn da gelesen, die ersten 100 Seiten oder so und es war gut und ich hatte aber Angst, weil so viele gesagt haben, dass sie danach in eine Leseflaute gestürzt haben und da sind. Und dann habe ich gedacht, wenn du das jetzt liest und das ist jetzt das Granatenbuch und danach ist dann wieder alles vorbei, dann kommst du irgendwie nie wieder in Leseflow. Und deswegen habe ich das dann unterbrochen. Aber ich möchte diese Geschichte lesen. Auch wenn ich da Angst vor habe, dann in ein Loch zu fallen, aber ich möchte es wirklich unbedingt lesen und ich möchte es auch lesen. Ich hatte auch überlegt, es als Hörbuch zu hören, aber ich möchte es eigentlich wirklich unbedingt lesen. Und deswegen, das nehme ich mir jetzt wirklich vor, bis zum Ende des Jahres von Hanya Yanagihara Ein wenig Leben zu Ende zu lesen und endlich zu wissen, was mit Jude, JB, Willem, Malcolm passiert. Das Buch, was ich euch jetzt zeige, habe ich noch nicht angefangen, aber ich habe die Reihe angefangen. Und wenn ich das dieses Jahr nicht mehr beende, dann lese ich das, glaube ich, gar nicht mehr. Deswegen muss ich das lesen. Und zwar der zweite Teil von Elena Ferrante, die Geschichte eines neuen Namens. Den ersten Teil haben wir ja schon ganz oft reingehalten. Die Maike hat es schon ganz oft reingehalten. Sie sagt da nichts mehr. Sie sagt nichts mehr dazu. Und ich möchte das jetzt einfach unbedingt lesen, wie es mit den beiden weitergeht, wie die Jugend ist, wie, ich glaube, jetzt heiratet sie ja auch, deshalb ist da auch so ein Brautschleier drauf. Ich muss es jetzt lesen, weil wenn ich das jetzt wirklich bis nächstes Jahr liegen lasse, dann packe ich das nicht mehr an, weil dann habe ich auch das vergessen, was im ersten Teil war. Das ist natürlich total blöd. Deswegen, Elena. Ich lese dich. Dann ist die letzte Frage deinen liebsten Book-Community-Mitglieder. Und da gibt es eigentlich so viele, die man nennen könnte, weil wir jetzt auch ja neu sind und immer noch aber nette Sachen von Leuten unter unseren Videos finden und die uns auch auf Instagram abonnieren, auch die Bookstagram-Community ist sehr nett zu uns bis jetzt und abonniert uns da auch. Aber wir haben jetzt ein paar Booktuber, die wir immer gerne gucken und ja. Genau, also ich gucke am meisten die liebe Ilke von Buchgeschichten, weil wir, glaube ich, einen ziemlich ähnlichen Geschmack haben, was die Bücher anbelangt. Ja, Chiara von Books & Bakery, bei der sammle ich immer ganz viele Tipps und kaufe mir immer Bücher wegen ihr. Nein, lese sehr gerne Bücher mit ihr. Zusammen jetzt schon das dritte und das macht mir immer viel Spaß, ihre Videos zu schauen. Dann die liebe Caro von Caros Bücher. Es ist jetzt nicht immer mein Buchgeschmack, weil sie sehr viel klassisch liest und schon sehr speziell liest, aber ich mag sie einfach so gern, ich gucke sie so gern und zwischendurch hat sie echt Bücher dabei, wo ich sage, ja, das könnte auch was für mich sein, aber die mag ich auch gern. Die liebe Anka von Ankas Geblubber. Genau. Auch ihre Bullet Journal Videos sind für mich jetzt gerade ganz toll. Finde ich super. Hast du schon angefangen? Nein, noch nicht. Aber ich sitze quasi in den Startlöchern, schön, aber ja, die gucke ich auch immer sehr gerne. Ja. Dann Kulturrausch, gerade neuer Name des Kanals, mag ich auch total gern und trifft auch oft meinen Buchgeschmack. Ja, und dann haben wir noch Mrs. Bookmark, die auch ganz fleißig Videos dreht. Ja, trotz zwei kleiner Kinder, was uns unheimlich imponiert, weil wir ja auch wissen, wie das ist und genau, die auch unheimlich viel noch liest und so nett ist und nettere Sachen schreibt. Und genau. Ja. Und die Mona von Bücherwunder, die gucke ich auch immer echt viel. Das stimmt. Es gibt so viele. Es gibt so viele. Also wir haben jetzt ganz viele wahrscheinlich auch vergessen. Ich gucke auch noch andere, auch diese
etwas größeren YouTuber, ja. Sarah von The Sarah Story. The Sarah Story. Genau, Sarah von The Sarah Story oder auch Paddy von Paddy Love Books, die gucke ich auch immer gerne. Genau. Oder auch Julia von Juliet oder Melodies of Books. Phil. Den Phil natürlich. Es gibt ja wenig Männer da draußen. Genau, Phil von Philosophie. Genau. Mögen wir auch beide gerne. Ja, und genau. Wir gucken euch alle gerne und wir schaffen es, also ich muss sagen, dass ich gar nicht so viel schaffe zu gucken, wie ich gerne möchte. Ja, das dann würde ich, glaube ich, gar nicht mehr lesen, wenn ich jetzt nicht alles gucken genau. würde. Meine Definitiv. Später Ansehenliste auf unserem Kanal ja. ist riesig. Genau. Ich glaube, Anja denkt immer, was macht die? Die guckt immer nur weiter dazu. Und, ich habe die Latte so gesehen. 500.000 Videos, aber ich kann es, ja, ich, so kann ich es mir wenigstens merken, dass ich wenigstens etwas ansehe. Genau. Ja. Gut, das war unser Tag, ja. unser Halbjahrestag. Und wir würden uns freuen, wenn ihr da draußen auch mal macht. Oder ihr habt es ja schon viel gemacht. Aber vielleicht habt ihr Lust, den auch noch zu drehen, falls ihr es nicht gemacht habt. Wir gucken gerne rein, wenn wir ja, Zeit haben. Ja, gerne. Und lasst uns gerne ein paar Kommentare da, wenn ihr uns irgendwas sagen möchtet oder mit uns in den Austausch kommen wollt. Wir freuen uns über jeden, der uns schreibt. Genau. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. So. Jetzt kommt dein liebster Buchcharakter. Ja, da habe ich nichts. Was soll ich denn da nehmen? Mein liebster Buchcharakter. Ach, ich hab, wir nehmen beide Knut. Ja, aber ich habe Knut nicht gelesen. Ach, was soll ich denn? Ja, ich habe irgendwann mal Knut gelesen. Knut, wenn ich gut.